wenn ich jetzt zum Beispiel meine Box, ich nehme die, habe 11 kW, ja, stecke sie im Winter an. Sie wird nicht sofort 11 kW laden, weil der Akku zu kalt ist. Standby-Verbrauch, ich weiß nicht ganz genau, zwischen 3 und knapp 4 Watt. Wie weit ist der Weg von der Unterverteilung bis überhaupt zu meiner Wallbox? Und wenn ich hier zwischen 30 oder 40 Meter Kabel verlege, dann habe ich hier auf dieser Leitung auch schon Verluste. Man soll darauf achten, dass die Wallbox keine Platinenbauweise hat, sondern dass das ein modulares Gerät ist. So, moin liebe Leute, ich bin ja hier bei Stark in Strom und wir wollten hier nochmal so ein paar Wallbox-Fragen klären zum Lastmanagement, aber auch warum im Winter das Auto manchmal nicht lädt und was so die Standby-Verbräuche bei den Wallboxen sind und vielleicht auch mal, was so die Ladeverluste von Wallboxen sind. Dazu habe ich hier einmal den Olli und nochmal den Michael. Michael, du bist der Geschäftsführer von Stark in Strom, wer dich noch nicht kennt. Und Olli, du machst so im Grunde auch die technische Entwicklung. Und ihr beide habt zusammen angefangen, die Sachen zu bauen, ne, damals. Genau so ist es, ja. Also vielleicht kannst du mir nochmal kurz erklären, das hier ist jetzt eine Box fürs Lastmanagement. Warum braucht man überhaupt ein Lastmanagement? Genau, das Lastmanagement ist dazu da, das ist ein EV-Controller, ja. Um die Lasten zu regulieren im Master-Slave-System. Das heißt, ich habe eine Masterbox und die danach geschalteten Slave-Systeme. Das heißt, die Slave-Boxen müssen in der Last reguliert werden, damit halt beim Energieversorger keine Probleme auftreten, in der Ausverteilung keine Probleme auftreten und ich mein vorprogrammiertes Lastmanagement nicht überschreite. Ne? Das heißt, Last heißt, ich habe eine bestimmte Anzahl an Leistungen, die ich zur Verfügung stellen kann, vielleicht, weiß ich nicht, 50 kW. Und das Lastmanagement sorgt dann dafür, dass diese 50 kW nicht zu weit rüber geht, weil ich jetzt irgendwie ein paar Wallboxen angeschlossen habe, sondern das wird dann auf den Wallboxen gleichmäßiger verteilt. Genau. Ne? Okay. Wir stellen uns vor, in jeder Wallbox ist ein Auto angeschlossen und die Last wird dann reguliert. Ne? Ja. Und genau so funktioniert das. Okay, und dann teilt sich sozusagen das, was zur Verfügung steht, auf die Autos auch. Genau. Okay, alles klar. Da kann man ja natürlich dann auch einen perfekten großen Batteriespeicher mit reinpacken, der dann auch nochmal zusätzlich ein bisschen mit unterstützt. Ne? Korrekt, genau. Und ich wollte euch jetzt auch nochmal ein paar Fragen stellen. Michael, wir haben da vorhin drüber gesprochen. Und zwar hast du im Winter ganz viele Leute, die dich anrufen und sagen, ey, mein Auto lädt nicht. Ja. Was ist mit meiner Wallbox? Was funktioniert mit meiner Wallbox nicht? Oder es lädt nicht so schnell. Genau. Was ist der Grund dafür? Ja, also bei uns ist es so, sobald es draußen kalt wird, rappeln hier die Telefone den ganzen Tag. Ja. Man muss wissen, dass so ein Autoakku, wenn ich den anstecke, der ist kalt. Und so ein Akku, der muss sich aufwärmen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Box, ich nehme die, habe 11 kW, stecke sie im Winter an. Die wird nicht sofort 11 kW laden, weil der Akku zu kalt ist. Ja. Ja, der Akku erwärmt sich dann hat man dann vielleicht lädt man nur mit 6 Ampere oder 8 Ampere. Ja. Aber es geht dann hoch. Man muss dann einfach ein wenig geduldig sein. Genau. Ja. Oder einfach über Nacht den Stecker von der Wallbox immer dran lassen. Und zum Beispiel bei Tesla und auch bei vielen anderen Herstellern ist es so, dass der Akku dann leicht erwärmt wird oder erwärmt gehalten wird, dann gibt es dieses Problem nicht mehr. Okay. Also keine Panik, wenn es kalt ist, einfach dem Auto ein bisschen Zeit geben und auch dem Akku ein bisschen Zeit geben. Und das vielleicht auch mit einberechnen. Genau, vielleicht auch mit einberechnen. Ja, genau. Okay, und dann habe ich noch mal eine andere Frage gehabt. Ja. Und zwar, wie hoch sind denn so Standby-Verbräuche für so eine Wallbox, wenn die jetzt einfach nur so da hängt oder die verbraucht ja selber auch ein bisschen Strom, das wissen viele Leute nicht. Und wie hoch ist der oder wie gut ist eure, weiß ich nicht. Also im ADAC-Test war unsere Wallbox beim Standby-Verbrauch die beste und wir gehen davon mal aus von der größten, die wir haben, von der Ultimate und Pro-Serie. Ja. Da hat man einen Standby-Verbrauch, ich weiß nicht ganz genau, zwischen 3 und knapp 4 Watt. Okay, das ist nicht so viel. Das ist nicht viel. Wenn man jetzt auf die kleineren Geräte geht, hat man noch einen Standby-Verbrauch von 2,8 Watt und wir haben auch eine Wallbox, die Einstiegs-Wallbox bei uns, die Direct-Serie, die hat einen Standby-Verbrauch von 0. Weil einfach nichts daran gemacht wird. Das heißt, du musst kommen, es ist kein Fehler drin, sie hat gar nichts drin. Du aktivierst sie erst durch deinen Knopfdruck. Okay. Ja. Woher kommen denn so hohe Standby-Verbräuche wie 10, 15 Watt? Woher kommt das dann? Naja, wenn da schicke Lampen leuchten sollen. Also viel LED dran viel leuchtet. LED, viele, zum Beispiel, dass die LEDs laufen. Bei uns gibt es nur eine LED im Schalter. Aha. Und über den Blinkimpuls, sagen wir mal, wie die blinkt, kann man anhand der Bedienungsleitung sehen, okay, ich habe das und das Problem. Ja. Ja, oder sie ist jetzt im Vorbereitungsstadium oder was auch immer. Okay. Okay, genau. Also das heißt, die verbrauchen im Standby auch schon ein bisschen Strom. Und wie hoch sind die Ladeverluste bei so einer Wallbox? Weil das vergessen ja auch ganz oft die Leute.
bei so einem Elektroauto, wenn die das laden, dann habe ich ja immer Umwandlungsverluste von AC auf DC, DC auf AC. Und manche haben dann so geschrieben in den Kommentaren, ja, so 5-10%. Ich habe schon von Elektroautos gehört, wo es wirklich sehr schlecht war mit 35% teilweise, also richtig viel Strom, der verloren geht. Was sagst du, was ist so eine Range, mit dem man rechnen muss? Das kommt halt immer drauf an. Es wird halt in dem Kontext leider oft nur, in Anführungsstrichen, das Elektroauto gesehen und das von AC auf DC umformen. Was ganz oft nicht gesehen wird, ist Ladekabellänge. Habe ich ein 5 Meter langes Kabel? Habe ich ein 10 Meter langes Kabel? Okay. Wie weit ist der Weg von der Unterverteilung bis überhaupt zu meiner Wallbox? Und wenn ich hier zwischen zum Beispiel schon 30 oder 40 Meter Kabel verlege, dann habe ich hier auf dieser Leitung, auf dieser ganzen Leitung ja auch schon Verluste. Okay. Ja, so dass man schon sagen kann, Olli, was würde ich sagen? 10%, ja. 10%, die sind auf jeden Fall leider immer drin. Ne? Okay. Und dann, was auch ein Thema ist, dass oft die falschen Querschnitte gelegt werden, Olli. Ja, sagt er, viel zu gering, ne? Viel zu gering. Viel zu geringe Querschnitte viel bei den Kabeln heißt ja, gut, hohe Ladeverluste. Also wir hatten schon Leitungslängen von 70 Meter. Wo der Kunde dann halt nicht mehr mit einem 2,5 Quadrat hinkommt. Ne? Also da werden die Querschnitte müssen dann größer sein, ne? Um die Verluste wirklich auszugleichen. Ja. Oder zumindest gering zu halten. Ne? Ja. Also wir sagen immer, pro 10 Meter ein Querschnitt nach oben und dann bin ich auf der sicheren Seite. Ne? Okay, also das heißt lieber ein bisschen dickeres Kabel im Zweifel als ein dünneres. Ja, auf jeden Fall. Okay, also das sind dann auch die Sachen, die du dann planst, weil ihr macht ja so Spezialprojekte, für Wallboxen. Ja. Da habt ihr dann solche Sachen auch immer auf dem Schirm. Ne? Wir können dann auch individuell auch gleich sagen, wir speisen direkt die Box mit 16 Quadrat ein, von Klemmen her, alles kein Problem, kriegen wir alles hin. Okay. Haben wir alles schon gemacht. Und der Olli, der ist hier der Mann fürs Grobe und aber auch fürs Filigrane. Du machst die ganzen Zeichnungen oder Spezialbau, Anfertigung. Und da machst du auch solche Pläne, wo du dann halt einfach mal so ein Schaltbild oder was ist das? Wie nennt man das? Stromlaufplan, ne? Für die jeweilige Wallbox. Ein Stromlaufplan für die Wallbox, okay. Das heißt, wenn ich mal eine Sonderanfertigung habe und irgendwie ein Problem habe in einem Kaufhaus oder in einem Parkhaus oder so, schicke ich euch hin, was ich brauche. Und du setzt dich dann hin und überlegst dir was für mich. Genau so sieht das aus. Richtig. Also Freunde, ne, das ist doch mal richtig cool. Wenn ich mir jetzt so eine ganz normale Wallbox kaufen würde, jetzt für mich, ne, und ich habe jetzt KfW 40, muss jetzt gar nicht sein. Worauf soll ich achten, wenn ich mir eine Wallbox kaufe? Was würdest du sagen? Man soll darauf achten, dass die Wallbox keine Platinenbauweise hat, sondern dass das ein modulares Gerät ist. Okay. Das ist wirklich wichtig. Leute, ihr kauft euch eine Wallbox für 800, 900, 1000 Euro, wo innen drin einfach nur eine große grüne Platine ist. Das ist dann wie bei eurem Fernseher zu Hause. Die Gewährleistung ist rum, die Box ist kaputt, dann schmeißt ihr 2000 Euro in den Mülleimer. Okay. Bei uns macht ihr das nicht. Oder auch, es gibt auch noch andere Hersteller, die das so machen. Ihr tauscht einfach ein Bauteil aus, was ein handelsübliches Bauteil ist, und ihr könnt weiter laden. Und wenn eure Steuerung kaputt geht, dann ruft ihr hier an, die könnt ihr einzeln kaufen. Die programmieren wir euch vor oder ihr schickt eure Wallbox hierher und wir reparieren sie euch. Und dann kann man das einfach austauschen und ganz dann läuft die Wallbox weiter. Okay. Und was wichtig ist, was ich ganz wichtig finde, Leute, kauft euch einfache Geräte. Ich bin immer der Meinung, ich finde das ganze Thema total cool, dass man alles sehen kann am Handy, dass man sehen kann, wie warm ist die Batterie gerade. Aber Leute, habt ihr früher gesehen, wie warm das Benzin war, was ihr in euer Auto getankt habt? Ich glaube nicht. So, und je einfacher das ist, umso mehr könnt ihr machen. Ihr kommt nach Hause, drückt auf einen Knopf und steckt den Stecker rein. Oder ihr nehmt eure Handy-App und drückt bei uns drauf auf Wallbox an und dann lädt die. Okay. Ja, es ist immer die Frage, braucht man das alles am Ende? Ja, weil bei mir kommt ja auch oft das Thema Überschuss-PV-Laden zum Beispiel. Ja. Wäre das zum Beispiel so möglich mit einer Wallbox? Das ist dann bei uns die Wallbox Ultimate. Ja. Könnt ihr hier mal reingucken. Das ist noch ein Prototyp, aber ihr könnt trotzdem schon mal reingucken. Das ist das Lastmanagement, was ihr hier seht. Das ist nur dort ohne Bild. Ja, ja, okay. EVAD Controller heißt das. Mit der Wallbox ist das dann alles möglich. Okay, cool. Solarüberschussladen, die wird in den nächsten, Olli, was sagst du? Zwei, drei Wochen ist die erhältlich bei uns. Ja. Kostet dann ein bisschen mehr, geht bei 1499 Euro los mit einem aktiven Lastmanagementsystem. Ich denke trotzdem, dass wir dafür, dass wir es in Handarbeit fertigen, immer noch
Gut, dass das ein vernünftiger Preis ist für ein vernünftiges Produkt. Ja. Oh, cool, also haben wir jetzt hier gerade auch nochmal einen kleinen Preview für ein neues Produkt von euch gemacht. Ich hoffe, du kommst dann nochmal, wenn sie fertig ist. Ja, wenn sie fertig ist, komme ich dann nochmal vorbei. Genau, ja. Ja, Leute, also ganz herzlichen Dank schon mal. Habe ich noch eine Frage, die offen ist? Ladeverluste? Nee, wir haben eigentlich alles durch. Ich sag danke, dass ich hier sein darf und hier sein durfte. Mega spannend, mega interessant. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch solche Sachen gefallen. Ich sag danke, Olli. Danke, Michael. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Unterstützt mich auch gerne mit den Balkonkraftwerken weiter bei PayPal. Da verschenken wir immer noch welche. Vielleicht wird es auch irgendwann mal eine Wallbox, die wir dann verschenken. Können wir ja auch mal machen. Also, willst du gleich eine mitnehmen? Ja, kann ich eine mitnehmen. Ja, komm, wir nehmen eine mit und dann könnt ihr gleich bei euch eine Wallbox Easy und eine Wallbox Pro. Alles klar. Die kannst du verschenken. Okay? Geil. Ja, mega geil. Also pass auf, schreibt mir einen Kontakt in Money for Future, eine E-Mail, warum ihr eine Wallbox geschenkt haben möchtet. Und dann verlose ich das, genauso wie ich auch die Balkonkraftwerke verlose. Mega geil. Coole Aktion. Und dann sage ich danke an euch. Alles klar. Danke und bis bald. Ciao. Danke, ciao.